An der Ehrwalder Alm beginnt diese 16 Kilometer lange Traumtour zum Sebensee. Auf der Rückseite der Zugspitze führt uns der Weg vorbei an der Sebenalm, dem Sebensee und der Coburger Hütte zum hinteren Tayatörl und wieder zurück. Schon nach kurzer Gehzeit haben wir einen Ausblick auf die Ehrwalder Alm. Nach einer kurzen Pause erreichen wir den Aussichtspunkt an den Sebenwänden und nach weiteren 500 Metern passieren wir die Sebenalm. Wenig später befinden wir uns am idyllisch gelegenen Sebensee. Auch die Schafe genießen diesen Ort. Das Schaf hier ist der Chef der Herde und ruft sie. Alle traben gemächlich heran und die Herde wechselt ihren Platz. Auch wir traben weiter mit einem Blick auf die Sonnenspitze. Vor uns liegt der Aufstieg zur Coburger Hütte mit einem prächtigen Blick auf den Sebensee vor der Zugspitze. Bis zum hinteren Tayatörl müssen insgesamt 600 Höhenmeter überwunden werden. Das wohl schönste Wegstück dieser Tour beginnt am Drachensee hinter der Hütte. Nach Querung einer Ebene geht es weiter hinauf auf einen Kammweg. Der Ausblick von hier oben ist einfach überwältigend. Der Abstieg erfolgt auf dem Ganghofer Steig. Bis zur Ehrwalder Alm sind 6,5 Kilometer mit einer Höhendifferenz von 750 Metern zu bewältigen.